Hello everyone and welcome to Vlog 2 oder nee, Vlog 3. Ich vlogge jeden Tag und lade es jeden zweiten Tag hoch. Viel Spaß! Es ist noch dunkel draußen. Hier gibt es die ersten Zoom-Meetings. Ich habe überlegt, ich mache die Lichter an. Mein Zimmer, perfektes Homeoffice. Ich habe jetzt mein erstes Zoom-Meeting in Mathe. Wir haben noch Dunkelheit. Schon seit einer Viertelstunde probiere ich da reinzukommen und da steht die ganze Zeit das. Ich glaube, dass das jetzt hoffentlich bald funktioniert. Hier ist gerade mein Zoom-Meeting. Das ist mein Frühstück. Unsere Schulwebsite ist direkt am Anfang schon abgestürzt. Das über Zoom-Meetings ist absolut scheiße. Ich habe das Gefühl, man lernt nicht richtig. Das Einzige, was gut ist, ist, dass wir jetzt 10 Uhr haben und ich schon anderthalb Stunden Mathe hatte und irgendwie so einen direkten Start zu meinem Tag hatte. Ich könnte jetzt schneiden oder Mathe machen oder Bio. Ich habe jetzt für 2 Stunden oder so an meinem Vlog geschnitten. I think it's a workout great. Und dann macht er wieder so die Schule. Es ist jetzt. Es ist so blau. Es ist jetzt das erste Mal richtig hell. Und jetzt gerade haben wir 12 Uhr. Ich habe schon relativ viel geschafft. Und ich habe hier schon meine neuen Sachen eingetragen. Zoom-Meeting heute Morgen 8 Uhr. Kann ich abhaken. Und die Mathe-Klausur hatte ich auch. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt Bio oder Mathe. Ich weiß noch nicht was. Ich drehe den Löffel. Und wenn er so landet, mache ich Bio. Ich mache Mathe. Ich glaube, ich hätte mehr Bock auf Bio. Aber mir fällt gerade ein, ich kann wie Mathe gar nicht machen, weil ich dafür auf unsere Website muss. Aber Bio kann ich machen. Da muss ich aufstehen. So, in der letzten Woche vor den Ferien hätten wir sowieso nicht mehr so viel gemacht. Und jetzt wollen die Lehrer, dass wir uns so ganze Themen beibringen. Okay, bye. Okay, also ich habe jetzt Bio fertig. Ich habe gerade 4 Seiten gelesen. Ich habe keinen Bock mehr. Und wir können ja mal nachgucken, ob ich mittlerweile auf die Schulwebseite komme, um Mathe zu machen. But I don't think so. Ist klar. Geht's auch wieder nicht mehr. Es klappt nicht mehr. Das hier sind nur die Matheaufgaben. Ich habe gerade Mathe gemacht für die letzte Stunde. Und ich dachte, ich kann es fertig machen, aber ich check's nicht, also bin ich nicht fertig. Aber weil ich heute nur das bis jetzt gegessen habe, will ich jetzt erstmal was essen. Was kann man denn essen? Soll ich meine Mutter fragen? Klasse, danke schön. Tschüss. Mama, was können wir uns zu essen heute machen? Ich habe noch so einen Topf Reis. Und auf dem Balkon steht auch noch Reis, weil ich das alles nicht in eine Tupperdose gekriegt habe. Dann machen wir einen Wrap. Ich esse gerade hier so Mischmasch. Ich habe gerade was rausgefunden. Das ist Käse. Ich bin gerade einmal in den Block gejoggt. Oder gerannt, keine Ahnung. Ich anziehe. It's disgusting. Ich habe meine Haare und ich finde meine Mütze nicht und ich bekomme neue Mützen. Erst zu Weihnachten. Deshalb habe ich jetzt so ein Halsdingens. Zieh das so an und es hat den gleichen Effekt. Sarah fährt mich jetzt zu Theresa. Vroom vroom. For anyone other, one day, I want you, baby. My sugar boo. Danke. Ja, und was? Ich hab einfach meine Hose. Oh mein Gott! Ich hab das so gemerkt, wie so als ich gerollt bin, meine Hose einfach so. Okay, dann. So lustig. Sorry to disappoint you. I told you. Vegetarische Challenge ist ja schon bald ein Jahr. Ja. Ist schon ein Jahr. Ich dachte, es war Silvester. Nee, bis Silvester. Was hast du zu essen gemacht, Mama?
Reis mit Scampis. Fisch esse. Oh Reis mit Scampis. Ich auch von dir so gejudged. Schöne Sache, du tust mir so, als würdest du das ja, in die Umwelt. Denke ich mir auch. So, der ist Vegetarier, ist trotzdem Tomaten. Voll gut. Ja, voll, guck mal, wie selten ich Fisch esse. Ja. Vor allem wäre es richtig dumm, wenn Mama jetzt Fisch gemacht hätte und ich würde sagen, nee, schmeiß bitte weg. Ich esse das jetzt weg. Ja. Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Reis, Scampis. Hast du dich an wie Siri angehört, die die Zutaten vorgelesen hat? Warum möchte man so wie wählen, wenn man Pädagogik wählen kann? Ja, ich check's auch nicht. Good morning. Es ist so dunkel. Wartet mal die Uhrzeit, wie viel Uhr es ist, um diese Helligkeit. Wir haben 10 nach 8. Ich bin gestern um 8 Uhr eingeschlafen und also einfach so, ohne mich fertig zu machen, ohne irgendwas für Sogi gemacht zu haben, ohne meine Zähne zu putzen. Ich war einfach weg. Und was richtig komisch ist, so, ich habe das Gefühl, ich muss was für Sogi machen, aber ich habe keinen Bock. Welcome to my life. Seid ihr bereit für einen Vortrag von meinem Gedicht? Hier ist das Bild, wozu ich gerade eine Reflexion geschrieben habe und euch jetzt ein Gedicht vortrage. Der Raum, in dem ich saß, dunkel wie die Nacht. Licht wurde reingebracht durch des Mondes Glanze. Ich gucke in die Ferne, nach oben in die Sterne, nach unten in das Wasser, nach vorne in die Zukunft. Das Licht ist nah, drum ist es bald soweit, ich starte, das neue Leben auf mich wartet. Nach hinten gucke ich nicht, die Vergangenheit ist dunkel, drum gehe ich bald ins Licht. Dankeschön. Also ich habe keine Ahnung, was es ist. Was willst du jetzt zu essen, Mama? Oh, ich werde mir ein Brot machen. Wir haben aber kein leckeres Brot mehr. Das stimmt, dann muss ich das toasten und dann werde ich das lecker belegen. Ich habe so viel, jedes Essen, was so lecker sich anhört, ich habe keinen Bock zu essen. Dann lass es doch. Ja, kannst du auch die Kalorien sparen. Ich habe Hunger. Dann gehen wir jetzt zusammen in die Küche. Na komm. Come along. Yes. Guck mal hier, wir haben frische Cranberries. Versuch die doch mal. Ich weiß gar nicht, wie die frisch schmecken. Ich kenne nur die Korn. Und ich kenne die eigentlich auch so getrocknet. Pass auf, nicht auf dein T-Shirt. Das geht nicht raus. Ich will mal nicht sagen, woher ich das hab. Platzen die immer so auf? Ich war faulig. Ich hab hier jetzt noch geriebenen Apfel und Joghurt. Und dann tue ich jetzt noch Joghurt rein. Ich habe jetzt gerade das nächste Zoom-Meeting in Deutsch. Okay, also wie war unser Zoom-Meeting in Deutsch? Ich habe in den ersten 30 Minuten nichts gehört. Wir machen jetzt unsere Hausaufgaben, wir müssen das dann machen. Und sieht das so aus, als hätten wir Bock? Also, haben wir Bock drauf? No. Ich habe keine Ahnung. Willst du es vielleicht vorlesen? Willst du den Text vorlesen, Asu? Ich weiß, was die Lebensauffassung des Taugenichts ist, aber ich weiß nicht, wie ich das aufschreiben soll. Ich habe jetzt gerade den Rough Cut von meinem Video fast fertig geschnitten und habe das von 24 Minuten auf 10 Minuten geschnitten. Wow! Ich bin gerade in der Badewanne. My video has uploaded. Sexy. Ziegenkäse-Soufflé mit Rübchen. Ja. Es hätte sich wie mein letztes Magen-Darm an. Ja, ich habe gerade mit meinem T-Shirt die Gabeln auf den Bogen geschmissen. Wow, that looks good. Ich habe gerade an meinem Thumbnail gearbeitet. Und ich habe ganz viele verschiedene Varianten, aber ich weiß nicht, wie ich es nehmen soll. Spaghetti. Spaghetti. Fandet ihr das Essen? Auf einer Skala zwischen 0 und 10. Zwischen 1 und geht so, würde ich sagen, geht so. Date me, I'm funny. Bitte so cringe. Okay, darf ich aufstehen? Ja, darfst du. Aber... Halt, stopp, lass mal eine Hand frei. Unsere dominante Maus. Mach mal aufstehen. Ja. Okay. Das Schlimme ist, dass
für Tara auch noch. Mama! Ich habe jetzt mein Bullet Journal hier gemacht. Insert hier. Und das war meine Inspiration. See you übermorgen. Danke fürs Zuschauen. Bye!